Nazi-Parolen und Hitlergrüße auf Sylt von der jungen Elite, wie Medien titeln. Was derzeit hitzig diskutiert wird, ist kein Einzelfall, es ist ein Trend. Was man sich vor wenigen Jahren nicht getraut hätte zu sagen, wird heute lachend in die Kamera gegrölt. Junge Menschen ohne Glatze und Springerstiefel, die A. Neonazis in Gucci sind oder B. sich noch nicht mal als besonders politisch begreifen und das halt lustig finden. Ist dieser Rechtsextremismus das neue Normal? Hallo und willkommen zur 42. Folge von Was jetzt die Woche. Ausländer raus! Deutschland den Deutschen aus! Dieses Video aus Sylt mit rassistischen Parolen Hitlergruß und Hitlerbart beschäftigt Deutschland. Die einen sind schockiert, die anderen sagen, das ist doch nichts Neues. Einig sind sich viele darüber. Gar nicht cool, gar nicht in Ordnung, toll, gar nicht sowas und das ist gar nicht gut. Aber, was ich gerade gar nicht verstehe, bin ich der Einzige, der einen Ohrwurm von diesem Lied hat? Nein, Giuliano, du bist leider nicht der Einzige. Nicht nur auf Sylt erfreuen sich die Deutschlandfanatiker bei Champagner an rassistischen Parolen auf diesem Beat. Es werden immer mehr Fälle publik. Nur einen Tag später, bei der Erlanger Bergkirchweih, zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren schreien Ausländer raus. Gegen sie ermittelt die Kripo Erlangen. Dasselbe in Löningen auf einem Schützenfest. Ausländer raus! Deutschland ist Deutsche! Wie auf der Karte von Funk zu sehen, gibt es in Deutschland mindestens 30 Vorfälle in nur 8 Monaten, bei denen rassistische Parolen zum Lied L'amour toujours gerufen und Hitlergrüße gezeigt werden. Man kann also von einem Trend sprechen und dieser hat seinen Anfang laut Katapult-Magazin bereits im Oktober 2023 in Mecklenburg-Vorpommern. Mehrere Leute berichten, der Sohn des Pasewalker Bürgermeisters schreie beim Erntefest in Bergholz rechte Parolen. Der Staatsschutz ermittelt. Wieso Rassismus in geworden ist und warum Deutschland extremer wird, bespreche ich gleich mit der Autorin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi. Aber erst, was sagt eigentlich Gigi D'Agostino dazu, dass sein Track für rechtsextreme Hetze missbraucht wird? Der dpa erklärt er: In meinem Lied geht es um ein wunderbares, großes und intensives Gefühl, das die Menschen verbindet. Es ist die Liebe. Auf die rassistischen Vorfälle geht er nicht ein. Von sozialen Medien halte er sich fern, um seine mentale Gesundheit zu schützen. Und ganz ehrlich, bei den Inhalten, die sich dort finden, vermutlich schlau. Habt ihr schon mal vom Dog Whistle gehört? Ah, what the hell? Oh, it's a dog whistle. Der Begriff stammt von Hundepfeifen, die für Hunde hörbar sind, nicht aber für Menschen. Inzwischen ist der Begriff auch politisch. In der Verbreitung von Hetze auf TikTok und YouTube funktioniert das dann so. Man schreibt politische Kommentare in Code, also so, dass sie eine Person, die sich nicht in rechten Netzwerken aufhält, nicht versteht. Never lose your smile ist ein kitschiges Wandtattoo und ein rechter Code. Zu sehen in dieser Art von Profilbildern hier. Meldungen bei TikTok laufen komplett ins Leere. Und das, obwohl die Verwendung des SS-Totenkopfs in Deutschland eigentlich verboten ist. Ein anderes Beispiel sind die Phrasen Totally Nice Day, Totally Marvelous Day und Totally Joyful Day. Die Abkürzungen davon, also TND, TMD und TJD, stehen für... Während diese neonazistischen Aussagen gecodet bleiben müssen, funktioniert Rechtspopulismus auf Social Media auch so glänzend. Die AfD ist die beliebteste Partei auf TikTok. Das hat eine Studie des Politikberaters Martin Fuchs ergeben. SPD und Grüne kommen in den Top 10 gar nicht vor. AfD, ich will die AfD. Es kann doch recht nicht sein, dass ich keinen einzigen Deutschen mehr sehe. In den Latzen ist zu viel, ich hab keinen Bock, ich hab als einziger Deutscher an meiner Klasse. Mit solchen Tracks und Videos wird die AfD bei Jungen populärer. Achtung, Hetze sieht nicht immer nach Hetze aus. Influencer, die über Heimatliebe und traditionelle Familienbilder sprechen und gleichzeitig vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft werden, zum Beispiel. Auch wenn wir uns rosa anziehen und zu Schlager über eine Blumenwiese hüpfen, während wir rechtsextreme Inhalte verbreiten, die Vergangenheit ist niemals zu relativieren. Und auch wenn ich mich noch tausendmal wiederholen muss, die AfD wird maßgeblich von Rechtsextremen gelenkt. Sie greift die Presse und die Meinungsvielfalt an, propagiert ein völkisches Frauenbild, will den Klimaschutz abschaffen und steht eben für eine hetzerische und rassistische Politik. Nehmen wir die Phrase "Alles für Deutschland". Wusstet ihr, dass das die bekannteste Nazi-Parole und strafbar ist? Ob es wohl Zufall ist, dass die AfD, die sogenannte Alternative, das gleiche Kürzel hat? Wie man mit Nazi-Parolen umgehen sollte, hat der Tennisspieler Alexander Zverev gezeigt.
Nicht nur beim Tennis, auch beim FC Offenbach gibt es Männer, die den Fans von Türk Gücü Friedberg den Hitlergruß zeigen. Zurück zu den jugendlichen AfD-Fans. Vor einigen Wochen machte eine Studie die Runde. Bei den 14- bis 29-Jährigen soll die AfD stärkste Partei sein. Aber stimmt das wirklich? Man kann nicht behaupten, dass die Zahlen repräsentativ für alle 14- bis 29-Jährigen sind, sagt eine Datenexpertin zum Spiegel. Bei genauem Hinschauen wird nämlich deutlich, dass die Methodik von Simon Schnetzer bei der Erhebung fraglich ist, da sich die Teilnehmer selbst auf einem Online-Tool anmelden konnten und das führt zu einer verzerrten Stichprobe. Bei der AfD läuft es trotzdem. Seit bald einem Jahr ist sie in der Sonntagsfrage deutschlandweit die zweitstärkste Kraft. Und bei der Kommunalwahl in Thüringen vergangenes Wochenende hat sie die größten Gewinne verzeichnet. Die anderen Parteien sollten das mit dem Internet also schleunigst lernen, denn das Potenzial, junge Menschen dort zu politisieren, ist riesig. Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Björn Höcke macht nun das einzig Richtige, was man in dieser Situation machen kann. Dieses inhaltlich und optisch bescheidene Video von einem rechten Influencer schafft eine große Reichweite, denn Höckes Fan hat auf YouTube ganze 350.000 Abonnenten. Die deutsche Gesellschaft wird extremer, das ist deutlich. Eine Radikalisierung, die nicht nur im Internet spürbar ist. In Deutschland häufen sich rechte und rechtsextreme Ereignisse. Im Juni 2019 wird der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke zu Hause auf seiner Veranda von einem Rechtsextremisten erschossen. Er gab später an, er habe Lübcke für seine Haltung zur Flüchtlingspolitik bestrafen wollen. Am 19. Februar 2020 dringt der 43-jährige Rechtsextremist Tobias R. mit Handfeuerwaffen in zwei Lokale ein, in denen er viele Gäste mit Einwanderungsgeschichte vermutet. Er ermordet 10 Menschen und richtet sich anschließend selbst. Im selben Jahr kommt es bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen beinahe zu einer Eskalation. Eine Gruppe von Reichsbürgern und Rechtsextremen versuchen, den Reichstag zu stürmen. Im Dezember 2022 werden konkrete Umsturzpläne einer mutmaßlich terroristischen Vereinigung von Reichsbürgern um Prinz Royce bekannt. 25 Personen werden verhaftet. Inzwischen gibt es 61 Beschuldigte. Unter ihnen ist auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete. Im November 2023 sprechen AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmer bei einem Geheimtreffen in Potsdam über die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland. Als die Pläne bekannt werden, kommt es zu bundesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Die AfD beschäftigt im deutschen Parlament laut Recherchen des Bayerischen Rundfunks mehr als 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem rechtsextremen Milieu. Laut dem Verfassungsschutz geht von Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland aus. 2023 gab es mit 1270 rechtsextremistischer Gewalttaten so viele wie nie zuvor. Ich spreche jetzt mit Gilda Sahebi. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Autorin des Buches »Wie wir uns Rassismus beibringen« und spricht für das Institute for Strategic Dialogue Germany, das sich mit der Analyse und Bekämpfung von extremistischen Ideologien und Online-Extremismus beschäftigt. Herzlich willkommen. Guten Tag, Frau Sahebi. Hallo, danke schön. Ja, wir sehen überall in Deutschland Partyszenen, auf denen rechtsextreme Hetze skandiert wird. Das eine ist, Ausländer rauszuschreien, eine rassistische Parole, und das andere ist ja dann auch nochmal den Hitlergruß oder Hitlerbart zu zeigen. Also es gibt natürlich die Frage der Strafe. Also ist es strafwidrig, was rechtswidrig, was dort gemacht wurde? Das werden Gerichte wohl, also es wird jetzt ermittelt und das wird man dann schauen. Also man muss dazu sagen, Rassismus ist nicht illegal. Also wie Antisemitismus nicht illegal ist, das ist nun mal so. Also dass es tatsächlich illegal wird, also rechtswidrig wird, da muss was passieren, wie eben zum Beispiel den Hitlergruß zeigen. Das kann illegal sein, das kann sein, dass es bestraft werden muss. Das müssen Gerichte feststellen. Haben Sie denn eine Idee, woher das kommt, dass offenbar eben junge Menschen, jetzt titeln ja viele Medien eben die Elite, sich so erfreut an menschenverachtenden Parolen? Also es ist natürlich so, dass diese Elite war natürlich jetzt auch ein sehr einfaches Ziel so für alle. Also das haben sich ja wirklich alle mit Ekel und Schrecken und ich weiß nicht was für Sachen alle, für Worte alle benutzt wurden, von PolitikerInnen vor allem distanziert davon. So sogar jemand wie Julian Reichelt, der ehemalige Bild-Chefredakteur, hat sich davon distanziert. Und da sieht man schon, das war einfach einfach. Das war billig. Das konnte man ganz leicht machen, weil ganz Deutschland war sich eigentlich
Diese Leute sind halt furchtbar, wie sie da mit ihrem Geld in dieser Luxusbar, und die mag man sowieso schon nicht, weil sie reich sind und so weiter und so fort. Ist das dann jeweils auch eine Chance, das zu instrumentalisieren oder das zu verwässern, die eigenen Positionen ein bisschen gemäßigter darstellen zu lassen? Genau. Also das ist so, ich habe das in einem Kommentar bezeichnet als Distanzierung von Rassismus zum Sonderpreis. Weil da wird dir niemand widersprechen. Da wird es nicht eine große Debatte geben, ist es Rassismus, ist es nicht Rassismus, weil in Deutschland, das ist sehr, sehr schwierig, über rassistische Strukturen, rassistische Erzählungen in Deutschland zu sprechen. Jetzt im Zuge des Sylt-Videos sind ja die Daten der Betroffenen an die Öffentlichkeit gelangt. Viele Medien haben das offengelegt oder sie wurden dann auch auf Social Media gefunden. Ist das in Ordnung? Nein. Aber wenn Medien und Politiker in Deutschland so über etwas sprechen, über Menschen sprechen, weil dann wird alle waren sich ja einig, es wurden ja auch, also auch Social Media, aber es war so irgendwie, also ekelhaft. Also allein dieser Begriff, warum sollte man etwas als ekelhaft bezeichnen? Man kann beschreiben, was es ist, man kann beschreiben, was man sieht, aber das sind so Schlagworte und die heizen Menschen an. Und dann gibt es Hetzjagden und dann werden die an Pranger gestellt. Und das bringt überhaupt nichts. Also erst einmal, also außer irgendwie für die eigene Genugtuung, nehme ich mal an, Rache. Und da ist mir auch nochmal der Gedanke gekommen, zum Beispiel über Geflüchtete, über viele eingewanderte Menschen wird die jeden Tag so gesprochen. Sie kommen, um unsere Zahnarzttermine zu nehmen, sie kommen, um unsere Sozialsysteme auszunehmen. Und man sieht, da hat man einmal direkt gesehen, was es heißt, wenn in der Politik, in den Medien eine so anfachende Sprache benutzt wird. Es wird sofort, die Menschen werden einfach fertig gemacht. Und es ist bei Migranten, bei Geflüchteten jeden Tag so. Über diese Menschen wird jeden Tag so hetzend gesprochen. Und das hat nichts Gutes. Das bringt auch nichts. Man sollte das als Chance nehmen, zu gucken, warum trauen die sich das? In diesem Beitrag besprechen wir ja oder legen wir einen besonderen Fokus auf junge Menschen, die auch nach rechts rücken in ihren Positionen. Wir haben eine Sprachnachricht von der Zeit Online-Leserin erhalten, Martina, und die hat gesagt: Ich bin 68 Jahre alt und ich habe eine Heidenangst. Es ist so unreflektiert, wie mit der AfD umgegangen wird. Ich mache mir ganz, ganz große Sorgen um die Jugend, um in welche Richtung das geht. Wir sprechen jetzt schon fast von einem Trend von Rechtsextremismus auf TikTok. Wie ist das passiert, Frau Sahibi? Genau, also ich würde nicht sagen, ich spreche sowieso allgemein nicht von dem Rechtsruck. Das wird auch in Sozialwissenschaften, ist man vorsichtig mit diesem Begriff. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Jugend irgendwie nach rechts gerückt ist. Also Menschen verwandeln sich ja nicht von einem Tag auf den anderen. Und eine Gesellschaft ist ganz stark geprägt, auch das zeigen wissenschaftliche Studien, von dem, was man sieht und hört und fühlt und erlebt. Und was eben eher passiert ist, als dass jetzt die jungen Menschen irgendwie nach rechts rücken, ist natürlich, dass bestimmte Erzählungen in dieser Gesellschaft, narrative Erzählungen, sehr stark von Menschenfeindlichkeit geprägt sind. Und wir haben jetzt eine Partei, eine sehr starke Partei in Deutschland, die in den Landesparlamenten sitzt, im Bund sitzt, die maßgeblich dazu beiträgt, dass diese rassistischen Erzählungen als normal gelten. Kann man vielleicht trotzdem, finde ich, ein bisschen von einem Trend sprechen, wenn wir sehen, dass es jetzt so eine hohe Frequenz dieser Vorfälle gibt, zumindest mit diesem Track, aber dass Leute sich jetzt mehrheitlich auch dabei sogar filmen lassen? Also ich weiß jetzt nicht, ob es quantitativ mehr wird. Das ist ja auch immer so ein Phänomen, dass in dem Moment, wo etwas sichtbar wird, dann wird es plötzlich an vielen Stellen sichtbar. Da achtet man natürlich dann auch mehr drauf. Aber die Normalisierung, ja, die auf jeden Fall. Und natürlich sind junge Menschen, nehmen diese Erzählungen sozusagen noch stärker auf, weil sie noch nicht, also nicht, das ist nichts Generalisieren, das absolut nicht. Nicht alle jungen Menschen, das ist ja total logisch. Aber oftmals hat man die Tools noch nicht, solche Erzählungen in Frage zu stellen. Und wenn man das dann zum Beispiel eben, und das hat die AfD sehr, sehr früh verstanden, auf so etwas wie TikTok zu gehen, wo dann durch diese ständige Wiederholung diese rassistischen, menschenfeindlichen Narrative als normal dargestellt werden. Und wir dann, und das ist das Problem, glaube ich, dann andere Parteien haben und viele Medien haben, die das mitmachen. Also die diese Sachen übernehmen, ohne sie kritisch einzuordnen, ohne die menschenfeindlichen Narrative und Erzählungen zu beschreiben, dann ist es kein Wunder. Wir sehen zum Beispiel an der Friedrich-Ebert-Stiftung, die das auch untersucht hat, dass auch die Mitte der Gesellschaft, also all die Altersgruppen zusammengefasst, insgesamt aber schon nach rechts rücken in ihren politischen Positionen. Welche Ursachen sehen Sie da? Also dazu muss man allerdings sagen, dass in solchen Studien kriegen sie ja nichts gesagt, kriegen sie nicht gesagt, sind sie jetzt rassistisch oder denken sie menschenfeindlich, sondern sie kriegen Aussagen vorgelegt und da müssen sie zustimmen oder nicht. Das heißt, da sieht man diese Normalisierung eben. Es gab
Anfang der 80er eine sehr berühmte Studie, das war die Sinus-Studie in Deutschland. Und die hat ganz stark gezeigt, dass, also umfassend rechtsextreme Einstellungen sogar, ich glaube bei 37% der Bevölkerung damals. Das heißt, es sind eher Wellen. Es ist jetzt nicht so, dass wir heute so rechts sind wie noch nie. Nur was eben anders ist, ist eben, man denkt, es ist nicht rechts oder man denkt, es ist nicht rassistisch. Und rassistisch, muss ich dazu noch schnell sagen, auch ist nicht rechts. Also rassistisch ist keine Frage von rechts und links. Und zu glauben, in der Grünen Partei meinetwegen oder in der SPD gäbe es kein Problem mit rassistischen Narrativen, liegt total falsch. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dass sich die Narrative auch der anderen, also der Mitte-Parteien verändern. Wir haben hier auch noch ein Beispiel, das bekannteste Zitat sozusagen von Olaf Scholz, vermutlich dazu zur Migrationspolitik 2021, sagte er noch: Deutschland ist ein Land der Migration. Wir profitieren von den Fähigkeiten und der Vielfalt, die Zuwanderer mitbringen. Unser Ziel ist eine Gesellschaft, die offen und inklusiv ist. Und heute, 2024, sagt Olaf Scholz: Um den sozialen Frieden zu wahren, müssen wir Migration stärker steuern und irreguläre Einwanderung wirksam bekämpfen. Wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Glauben Sie, dass das viele auch differenziert so wahrnehmen können? Oder ist das ein sehr unbewusstes Aufnehmen von politischen Positionen? Genau wie Sie es sagen, total. Also ich finde es immer ganz interessant zu glauben, dass man irgendwie gegen Menschen mit Fluchterfahrungen irgendwie Behauptungen aufstellen kann. Also das ist ja eine krasse Behauptung. Also dass geflüchtete Menschen schuld seien, dass es keinen sozialen Frieden in Deutschland gäbe. Puh, also groß. Ist nicht wahr, aber wird einfach mal behauptet. Hat nichts mit der Realität zu tun, wird aber behauptet. Und zu glauben, dass man so über Menschen sprechen kann und das sich dann nicht auf alle eingewanderten Menschen auswirken würde, ist einfach absurd. Weil natürlich tut es das. Weil Menschen, die nicht nur rassistische Narrative haben, die haben wir alle, aber die danach handeln und die verbreiten, die fragen nicht irgendwie, bist du geflüchtet oder nicht. Sondern die gucken, die sehen jemanden, der nicht dazugehört, der anders ist, der anders ist. Dann verändern sich ja nicht nur die Narrative bei den Parteien, sondern auch bei den Medien. Mit der AfD zu reden ist nicht mehr so abwegig wie jetzt noch vor ein paar Jahren. Neu scheint jetzt die Idee, dass man die AfD womöglich sogar so bloßstellen könnte. Aber stimmt das wirklich? Welchen Effekt haben zum Beispiel solche TV-Duelle, wie das kürzlich von der Welt publizierte, zwischen Höcke und Vogt? Das hatte vor allem den Effekt, dass Mario Vogt bekannter wurde. Das Ja? war ja auch sein, ja, das war ja auch sein Ziel, würde ich sagen. Habe ich nicht so gesagt, aber ja. Weil den kannte ja kaum jemand, selbst in Thüringen. Der war nicht bekannt, auch außerhalb von Thüringen. Er ist recht und jetzt kennt man ihn aber. Also das macht was, das hat einen Aus, ja. Aber wird Höcke dadurch nicht auch wahrnehmbar? Genau, also das ist genau der Punkt. Also für Mario Vogt war sozusagen der kurzfristige Benefit war sehr wichtig für ihn, bekannter zu werden und die CDU dann wohl stärker zu machen. Und er hat da völlig einfach ohne Not den Umstand in Kauf genommen, dass es der Demokratie extrem schadet, wenn ein Faschist, und das ist ja Björn Höcke im Fernsehen, seine Thesen zum Besten geben kann. Das war aber Mario Vogt in meinen Augen einfach dann unwichtiger als die Tatsache, dass er für sich Aufmerksamkeit erhält. Wir haben noch eine Sprachnachricht bekommen, und zwar von unserer Leserin Palukra. Und sie spüre eine Normalisierung von Extremismus in Gesprächen mit ihren Eltern, wenn diese sich abwertend zu NachbarInnen nicht deutscher Herkunft äußern, die sie aber eigentlich sogar persönlich kennen. Wenn ich das dann anspreche, wird das auch wieder relativiert. Und ich würde schon auch sagen, dass da kein gefestigtes rechtes Weltbild drinsteckt. Aber dennoch werden regelmäßig Aussagen getroffen, die eine eigentlich sehr extreme Ansicht widerspiegeln. Gerade im familiären Kreis wird man auch schnell mal als hysterisch verschrien, wenn man sich dann gegen Alltagsrassismus stellt. Wie würden Sie damit umgehen? Wenn es jetzt die Eltern sind, dann hat man den Vorteil sozusagen, dass man ja eine liebevolle Verbindung zu diesen Menschen hat. Also ich glaube, was erstmal das Wichtigste ist, niemanden von etwas überzeugen wollen, von dem diese Person nicht überzeugt werden will. Also wir haben ja oft so diese Ansicht, oh, wir müssen Menschen besser machen. Oder ich bin mir ganz sicher, wenn ich das und das sage, dann wird die Person das kapieren. Also wenn Menschen tatsächlich Erzählungen, an die sie glauben, erkennen, sie müssen sie erstmal erkennen, dass es eine Erzählung ist. Und dann müsst ihr entscheiden, sie zu ändern. Was ich gern tue, ist nachfragen. Und wenn jemand sagt, irgendwie deutsche Werte, jeder muss deutsche Werte anerkennen, frage ich, was sind denn deutsche Werte? Und einfach so ein bisschen nachfragen. Natürlich ist es wichtig, wenn man jetzt irgendwo ist und eine Person wird meinetwegen antisemitisch oder rassistisch angegriffen, dass man dann einschreitet.
sicher, die eigene Sicherheit ist immer das Allererste. Aber wenn es eine verbale Situation sozusagen ist, die Person, die angegriffen wird, nicht alleine lassen. Das ist klar. Aber es geht nicht darum, Menschen zu bekehren. Und es stört mich auch an der Politik, ehrlich gesagt, wie über AfD-WählerInnen gesprochen wird, wenn da gesagt wird, wir müssen die abholen. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wir müssen die abholen, als wären das irgendwie verwirrte Kinder, die irgendwo in der Gegend stehen, darauf warten, abgeholt zu werden. Das sind Leute, die eine Entscheidung getroffen haben, eine menschenfeindliche Partei zu wählen. Das ist erstmal das. Und wenn wir Leute so nicht abholen können, was können wir denn tun als Gesellschaft, um die Menschen dazu zu bringen, dass sie diese anerkennen wollen? Ich glaube, das ist der Punkt. Also ich habe genau aus dem Grund habe ich dieses Buch geschrieben, wie wir uns Rassismus beibringen. Der erste Schritt ist immer das Wissen. Und dann entscheide ich, was ich damit mache. Aber es ist wichtig, das muss aber von der Person selber kommen. Und wir als Gesellschaft, da waren zum Beispiel die Demos am Anfang des Jahres. Das war was Besonderes, weil zum ersten Mal ein großer Teil dieser Gesellschaft gesagt hat, das ist unsere Erzählung. Und ich glaube, es ist wichtig, wie der große Teil der Gesellschaft sich verhält und dass man sich daran erinnert, dass uns immer mehr verbindet, als uns trennt. Immer. Weil wir Menschen sind. Wir wollen sicher leben, wir wollen genährt sein und wir wollen geliebt werden. Das sind Grundbedürfnisse und die haben wir alle. Und zwar egal, wen wir wählen und egal, wo wir herkommen. Das finde ich ein schönes Schlusswort. Das Verbindende, nicht das Spaltende, dass wir die Gemeinsamkeiten wieder mehr erkennen. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Frau Sahebi. Dankeschön. Vielen Danke. Dank an Sie. Nochmal zu den Bubis auf Sylt. Was sie einst so lustig fanden, ist es jetzt so gar nicht mehr. Die Polizei und der Staatsschutz ermitteln wegen der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen und des Verdachts der Volksverhetzung. Personen von über 21 Jahren drohen Freiheitsstrafen von 3 Monaten bis 5 Jahren und ein Eintrag ins Führungszeugnis. Fristlos kündigen wegen Nazi-Parolen, geht das eigentlich? Der Arbeitsrechtler Michael Fuhlraut sagt: Ich kann Straftaten begehen, ich kann klauen, betrügen, ich kann wer weiß was machen. Solange der Arbeitgeber nicht beeinträchtigt wird, ist das im Grundsatz alles Privatsache. Mindestens eine Protagonistin des Videos wurde rechtmäßig fristlos entlassen, denn diese junge Frau war die Mitarbeiterin einer Influencerin, deren Businessmodell auf Social Media nicht davon profitiert, die derzeit womöglich bekannteste Rassistin Deutschlands zu beschäftigen. So. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Schreibt uns, was euch politisch bewegt und wie ihr unsere Sendung findet an woche@zeit.de. Und wir sind dann nächsten Donnerstag wieder am Start und übrigens auch im Videopodcast bei Apple und bei Spotify. Folgt uns doch dort oder auf YouTube, hinterlasst ein Like oder eine Bewertung. Darüber freuen wir uns. Und dann bleiben wir nur zu sagen, bis nächste Woche. Tschüss.